Mit herzlich willkommen zu Suikoden 2 und unserer kleinen Einführung. Wollen wir dieses Spiel spielen oder nicht? Ihr habt vielleicht gesehen, ich kann das Intro auswendig, ich kann fast mitsingen und ja, hier und da. Chronologisch Vorteil 2. Chronologisch Vorteil 2 ist Teil 1, definitiv. Das ist nämlich genau davor. Genau davor. Ich weiß nicht, die anderen Teile. Es erzählt die Geschichte eigentlich einer. Es erzählt die Geschichte eines Landes, zwei Ländern und eines Schicksals. Und was das für ein Schicksal ist und warum ich mir die Schwert- und Schildrune, die wir fast gesehen haben im Intro, auf den linken Oberarm tätowieren werde, dieses Jahr noch, das werden wir hier rausfinden. Und nein, es hat nichts mit Pokémon Schwert und Schild zu tun, meine lieben Grabwächter und Grabwächterinnen und liebe Gäste. Diese Entscheidung haben diese zwei, die wir jetzt kennenlernen werden, schon vor langer Zeit getroffen. Und ich würde sagen, damit geht's los mit Suikoden 2 und wir brauchen einen Namen. Aber leider habt ihr diesmal keine Möglichkeit, den Namen zu bestimmen. Denn es gibt nur einen Namen, den dieser Held tragen kann. Und nein, es ist nicht Lobobse, wie in unserem ersten Durchgang. Dieser Held heißt Ryo. Warum heißt der Ryo? Weil dies ist sein vorbestimmter Name. Dies ist der Name, den er trägt. Und dies ist der Name, den er als Held bekommen hat und für die Geschichte hat in Suikoden. Auf geht's. Wir haben leider keine gespeicherten 1-Daten aus Suikoden. Es geht darum, dass man einen Charakter extra freigeschaltet bekommt, nämlich den Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Tyr McDowell. Aber genug davon. Rein in die Geschichte. Hier und da werde ich auch Textboxen nicht lesen, um die Stimmung nicht zu ruinieren, die aufgebaut wird. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich werde nicht alles lesen. Einfach wegen Stimmung. Dinge, die ich lese, versuche ich so gut wie möglich zu lesen. Dieses Spiel ist mir so wichtig. Und ihr seht, es ist eine andere Ära. Die Sprites sehen etwas anders aus. Diese Sprites sind toll. Die Arbeit dahinter ist großartig. Du hast dich schon umgezogen? Ryo, du hast es wirklich eilig. Ich auch. Ich dachte daran zurück, nach Kyaro zu gehen und ich konnte es nicht erwarten, aus der Uniform zu kommen. Hey, Ryo, Nanami wartet vielleicht darauf, dass du zurückkommst. Du bist ihr einziger Verwandter, seit Meister Genkaku starb, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Also jedenfalls, wir sollten bald schlafen gehen. Oder möchtest du etwas frische Luft schnappen? Scheint eine schöne Nacht zu werden. Ich gehe schlafen, weil es nichts gibt. Du hast recht. Ich wollte bei Tagesanbruch ohnehin nach Kyaro zurück. Gute Nacht, Ryo. Wir sind ungefähr 16 Jahre alt. Um das mal eben ein bisschen einzuordnen. Überraschungsangriff! Hätte ich nicht vorlesen sollen. Egal. Das hat die Stimmung ruiniert. Ich merke es. Überraschungsangriff? Aber was ist mit dem Friedensvertrag, den wir mit dem Stadtstaat geschlossen? Hast du nicht gehört, Ryo? Wir gehen der Sache besser auf den Grund. Ryo, Joey! Captain Rod, was ist los? Ein Überraschungsangriff des Stadtstaats. Sie haben den Friedensvertrag gebrochen. Dieser Abschaum. Wir sind wahrscheinlich umzingelt. Nehmt den Bergpfad nach Osten und rettet euch. Beeil dich! Laufen wir, Ryo. Wir können hier nicht sterben. Nanami ist sonst ganz allein. Hey, Nexon!
Wie gesagt, ich werde solche Textboxen aus Stimmungsgründen nicht vorlesen. Ich werde sonst alles vorlesen, was ich kann. Guten Abend, Taya. Du kommst gerade richtig. Warte mal, Ryu. Was ist denn, Joey? Findest du es nicht auch merkwürdig, Ryu? Der einzige Ausweg führt durch Wald. Der Feind muss es doch auch wissen. Vielleicht wartet der Feind im Wald im Hinterhalt. Gehen wir zurück, Ryu. Wir müssen es Captain Rod berichten. Es ist genau, wie wir es planten, Prinz Luca. Alle flohen östlich durch den Wald. Der Hinterhalt war perfekt. Alles arme Opfer des Verrates des Stadtstaats. Was? Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. In letzter Zeit habe ich nur einmal gegen einen alten Mann gekämpft. Ich roste ein. Ja, ich meine, nein, ihr könntet mit dem Schwert unvergleichlich, Prinz Luca. Meine Männer würden wie Idioten aussehen. Nun ja, die jungen Männer dienten ihrem Land gut genug. Jetzt brauchen wir keinen Friedensvertrag mit den Schwächlingen des Stadtstaats mehr. Ich werde beweisen, dass sie der Macht von Highland nicht gewachsen sind. Ich stimme zu, Sir. Mit Prinz Luca an der Spitze kann Highland endlich den Ruhm ernten, den es verdient. Ja, was zum Teufel? Verschwinden wir von hier, Joey. Offensichtlich wollte ich das sagen. Du hast recht, Ryu. Aber wenn wir nach Osten gehen, werden wir getötet. Es bleibt uns nur die Klippe im Norden. Vielleicht können wir entkommen, wenn wir die Klippe hinunterklettern. Lauf nach Norden, Ryu. Iron. Ich werde rennen. Ich renne. Bin schon weg. Jetzt erzähle ich euch etwas, was ich immer erzähle. Ich habe es letztes Mal im Stream auch erzählt. Ich werde es auch gleich wieder erzählen. Manchmal gibt es Übersetzungsdinger, deswegen. Euch soll Keuch heißen. Aber na gut. Alles in Ordnung, Ryu, bist du verletzt? Aber warum hat der Captain. Ihr werdet die Antwort nie erfahren. Ihr werdet hier sterben. Opfer des Überraschungsangriffs des Stadtstaats. Eure Zukunft endet hier. Captain. So schade. Ihr beiden wart erfolgsversprechende Soldaten. Ergreift sie. Dude, wir sind nicht nur erfolgsversprechend, wir sind auch genickbrechend. Das habe ich mir gerade übrigens ausgedacht. Du kannst diese beiden Jungs nicht aufhalten. Verdammt, ihr hartnäckigen kleinen Lümmel! Bleibt stehen, ich bin sofort zurück! Wir können nicht so weitermachen. Ryu, es gibt keine andere Möglichkeit, wir müssen springen. Ich fürchte, es gibt keinen anderen Ausweg. Okay. Wenn wir es schaffen oder irgendwie getrennt werden, kehren wir hierher zurück. So können wir wieder zusammenfinden. Versprich es mir, Ryu. Verspreche es. Gehen wir, Ryu. Ich mag die Sprite-Arbeiten so sehr. Und jetzt habe ich das Spiel immer ausgemacht. Ich muss zwei Dinge erzählen. Punkt 1, ich habe hier immer ausgemacht, weil ich dachte, das Spiel ist hier zu Ende und das Spiel ist kaputt und fehlerhaft. Aber tatsächlich sieht man die Kindheit der beiden, beziehungsweise der drei, man sieht hier auch oft Nanami. Das andere, wenn man den Kampf, den wir gerade gemacht haben, 108 Mal, diese Zahl ist wichtig, 108 Mal gemacht hätten, wäre dieses Intro in Farbe. Und nicht in Schwarz-Weiß. Oder in, wie nennt sich das, dieser komische Filter? Sepia-Filter, ja.
Und ich muss mich zusammenreißen, nicht zu heulen bei dem Lied, aber es macht nichts. Und hier sieht man das auch zum Beispiel, weil das Gras immer wieder grün flimmert. Ich kann es übrigens auf Klavier auch spielen. Ich finde, wie gesagt, die Sprite-Arbeiten sind wunderschön. Und ich finde es auch schön, dass es da noch andere gab, die keinen richtigen Helm tragen. Hey, Lucky. Oh. Stark bleiben. Aber es geht weiter, tatsächlich. Und zwar so. Dieser Kerl ist reine Zeitverschwendung. Woher er wohl kam? Hey du, wach sofort auf oder ich werf dich wieder in den Fluss. So, du bist also endlich aufgewacht. Kannst du mir deinen Namen sagen? Was? Du beantwortest keine Fragen? Nun, egal. Was zum Teufel hast du im Fluss gemacht? Bist du ausgerutscht? Wir gerieten in einen Hinterhalt der Armee des Stadtstaats. Wir wurden von der Armee des Stadtstaats angegriffen, aber... Armee des Staats? Wovon redest du? Wir haben gerade einen Friedensvertrag unterzeichnet. Ich kann es nicht glauben. Was? Du bist ein Highlander? Königliche Highland-Armee Einhorn-Brigade? Ja, warum nicht? What language anyway? Language is German. It's German language. Ich verstehe. Du und ich sind also Feinde. Ich bin Victor, Anführer der Soldatenarmee und Freund des Stadtstaats von Houston. Sorry, I know many people who like Suikoden 2 will harvest, search and look for new adventures and more Suikoden 2 content. I'm a very... It's a very special game in my heart too. Sorry that it's in my... in my native language. Victor! Macht es dir etwas Spaß, auf dem armen Jungen rumzuhacken? Wovon redest du, Flick? Das würde ich niemals tun. Ich bin ein netter Mensch, aber egal, was ist mit dem anderen geschehen? Thank you. Er hatte Pech. Wir haben ihn aus den Augen verloren. Ich hoffe, dass er es schafft. Schaffte. Entschuldigung, Vergangenheit. Das ist schlimm. Also gut, hör zu. Wer auch immer du wirst für eine Weile mein Gast sein. Du wirst dein Quartier vielleicht nicht allzu komfortabel finden. Blick nicht so besorgt rein. Wir werden dich schon nicht auffressen oder so. Also gut, gehen wir zurück zum Vor. Danke dir. Dies wird für eine Weile dein Zimmer sein. Es ist klein und nicht allzu komfortabel. Aber du musst dich damit abfinden, weil du ein Gefangener bist. Die Tür geht zu. Und er so, Janet. Es wird in der Nacht ziemlich kalt, also roll dich gut ein. Morgen. Du bist also der Kerl, den sie letzte Nacht brachten. Was? Du bist ja noch ein Junge. Ich bin Pol.
Ich werde dich vorerst bewachen. Nach dem Frühstück kannst du etwas für uns arbeiten. Merk dir eins, keine Arbeit, nichts zu essen. Wie das halt so ist. Okay, wie heißt du denn? Oh ja, Rio. Sieh dir den Ort gut an. Die Leute hier sind alle so faul. Der Boss ist auch keine Ausnahme. Egal. Schiebe alle Kästen gegen die hintere Wand. Ich zeig's dir. Los, schieb alle direkt an die Wand. Nun, roll das Seil auf, das dort liegt. Ich warte draußen, ruf mich, wenn du fertig bist. Ich zeige euch einen Zaubertrick, Grabwächter, passt auf. Wir schieben alles an die hintere Wand, hat er gesagt, oder? Der Pol, was hat der Pol gesagt? An die hintere Wand. Wir schieben alles an die hintere Wand, wir sind gute Gefangene, die für ihr Essen arbeiten wollen. Wenn der, wer nichts isst, stirbt auf kurz oder lang, deswegen wollen wir das vermeiden. Sterben einstellen, bitte. Deswegen schieben wir alles an die Wand. Okay. Außerdem Seil. Du hältst ein Seil. Und wir sind fertig mit den Aufgaben. Das ist ein bisschen Tutorial, was man im Spiel machen kann. Schieben, aufheben. Und die Kiste steht woanders. Er mochte nicht, wo ich die Kiste hingestellt habe. Oh, das war gute Arbeit. Vielen Dank. Natürlich. Ha, ha, gut gesagt. Egal, es ist Zeit fürs Abendessen. Das Tutorial ist übrigens sehr dankbar, weil es ist wirklich sehr kurz. Tut mir leid, das ist alles, was wir haben. Die Rationen sind in letzter Zeit ziemlich knapp. Guten Morgen, Rio. Du siehst gut aus. Ich habe heute einen wichtigen Botengang für dich. Hör zu und merk es dir. Geh in den Lagerraum und hole 2 Paar Stiefel. Dann hole 3 Feuersteine beim Schmied und 2 Beutel Mehl im Kaufladen. Ich warte hier, danke. Ja, die lassen mich einfach im Fort rumrennen. Hier, ihr wisst schon, wo die Waffen sind und so. Kein Ding. Was? Du willst einige Feuersteine? Wie viele brauchst du? 3? Du erhältst 3 Feuersteine. Gut, bitte sehr. Verlier sie nicht unterwegs. Was willst du? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Oh, ein Gefangener, hä? Worum geht's? Ach ja, Stiefel. Wie viele brauchst du? Ja, ich geb sie dir. Was? Du willst was von mir, Junge? Komm in ein paar Jahren zurück und ich werde dir gerne einige Dinge beibringen. Moment. Was? Mehl? Es tut mir leid, aber wir haben kein Mehl mehr. Ihr müsst zum Dorf Ryube gehen. Kein Mehl für uns, Grabwächter. Okay, gib her. 2 Paar Stiefel, 2 Feuersteine. Und, was? Was ist mit dem Mehl? Ich verstehe, wir haben kein Mehl mehr, was? Hör zu, gehst du für mich zum Dorf Ryube? Keine Sorge, es ist nicht weit, aber du kannst nicht allein dorthin gehen. Jemand muss dich begleiten. Geh und sprich mit Leona. Ich werde die Tür entriegeln. Du schickst den Gefangenen einfach ins nächste Dorf. Ja, ich meine, okay, er ist 16 Jahre alt und ein Kind. Hey, Junge! Was willst du? Jemand, der mit dir geht? Ein Verirrter, der nach Ryube will? Oh, okay, Genken! Was will Leona? Du willst Genken? Du willst Genken? Oder ist das Essen fertig? Genken, es tut mir leid, dass du Babysitter spielen sollst, aber kannst du diesen Jungen mit dir nach Ryube nehmen? Genken-Soldat, Genken kein Babysitter? Stell dich nicht so an, ein tapferer Koboldkrieger wie du sollte die Bitte einer Lady erfüllen. Du hast recht, my lady. Gehen wir, Junge. Folge Genken. Ah, Genken, wohin gehst du? Genken nimmt diesen Jungen nach Ryube. Mensch, wirklich? Nimm mich auch mit. Tuta, bist du mit den Aufgaben für Dr. Huan fertig? Ja, ich habe die Medizin weggebracht. Ich kann es fast auswendig. Ich war noch nie in Ryube und Dr. Huan wird nichts dagegen haben, wenn ich etwas später komme. Genken muss auf 2 Kinder aufpassen. Bitte, lieber Koboldkrieger.
Okay, überlass es nur Genken. Ja! Übrigens, Fun Fact, ich will es euch nur erklären, weil spätestens in Suikoden 3 findet ihr es sowieso raus, wenn wir das jemals spielen werden oder ihr für euch selbst. Tuta ist keine Frau. Tuta ist kein Mädchen. Tuta ist ein Junge. Wir wollen das gleich darstellen. So, du gehst also mit Genken und Tuta. Wenn Genken bei euch ist, werdet ihr keine Probleme haben. Okay, Ryo. Ryobe ist nordöstlich von hier. Du kannst dorthin, wenn du der Straße folgst. Hol etwas Mehl im dortigen Laden. Du brauchst nichts dafür zu bezahlen. Viel Glück und verirr dich nicht. Überlass es mir. Tutorial. Es gibt viel zu lesen in Suikoden, aber im Tutorial am meisten. Hey, Ryo, Tuta. Hört zu, es ist eine große Welt mit vielen Monstern dort draußen. Seid vorsichtig. Genken, es ist kein Wald oder eine Bergstraße. Es wird dort nicht allzu viele Monster geben. Nicht wahr, Ryo? Soldaten dürfen sich nicht überschätzen. Genken ist Anführer dieser Gruppe. Von jetzt an nennt ihr mich Captain Genken. Okay, Captain Genken. Alle mal herhören. Wir gehen. Bleibt beim Captain. Und nochmal, musikalisch. Love. Oder nicht? Musik ist toll. Im Nordspelingspass leben schreckliche Nebelmonster. Ich hatte solche Angst, ich habe mir in die Hose gemacht. Damn, Dude. Okay, wir sind da, Tuta, Ryu. Wenn wir das Mehl aus dem Laden geholt haben, wollen wir uns etwas amüsieren. Achso, ja, es gibt natürlich Charaktere, die anders sind als andere. Wir werden eine ganze Menge davon treffen. Ungefähr 108, würde ich behaupten. Und, wir werden versuchen, alle zu holen. Wir müssen alle holen. Nee, wir werden es nicht versuchen. Wir müssen alle Charaktere holen fürs True Ending. Wir haben keine andere Wahl. Das ist schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass der Krieg wieder anfangen soll. Was? Ja, Bonaparte. Ey, hast du das gehört? Es gab Ärger an der Grenze. Man munkelt von einem Überraschungsangriff der Söldnerarmee. Willkommen. Hey, ich kenne dich. Richtig, ich Koboldkrieger Genken. Nun Captain Genken. Was kann ich heute für dich tun? Was? Oh, Mehl, wie üblich. Ein Augenblick. Bei dem anderen Spiel konnte man sich eine Pizza bestellen. Hier muss das nächste Dorf für Mehl. Hier, ich setze es wie immer auf deine Rechnung. Okay, wir gehen jetzt zurück. Ryo, Tuta. Ich möchte mich noch etwas umschauen. Okay, Ryo? Captain Genken? Guten Tag. Welches willst du schärfen? Kann ich schon. Ach, ich kann. Dann mache ich mir mal meine Waffe besser. Kostet ja nichts. Das habe ich noch im Stiefel gefunden, das Geld. Nice. Was macht ihr Fremdlinge denn in unserer Stadt und spielt euch so auf, als wüsstet ihr alles? Tommy? Woher bist du gekommen? Ist unser Vater nicht der Größte? Das stimmt. Ich schnappte mir nur meinen Speer und machte ein furchteinflößendes Gesicht. Die Soldaten von Heiland waren so erschrocken, dass sie einfach fortliefen. Wow, ja, Papa ist der Stärkste. Ah, fuck. Hauptsache, er ist gesund nach Hause gekommen, egal was er für einen Fehler von uns redet, oder? Was meint ihr? Keine Sorge, wir sind bald fertig mit den Vorbereitungen. Was wollt ihr? Könnt ihr bitte warten, bis wir fertig sind? Ich bolgern. Oh Mann, hoffentlich bald. Oh Mann, sie ist hübsch, wie sie wohl heißt. Nein, du kannst hier nicht lang. Dort drin ist ein schreckliches Monster. Reisende Künstler, was? Nun, vielleicht wird mir diese hübsche Wahrsagerin die Zukunft vorhersagen.
Vielleicht. Vielleicht werden wir auch zurückgehen und das Mehl abgeben. Vielleicht. Diese Aufgabe haben wir erfolgreich erledigt. Grabwächter, was sagt ihr dazu? Gut, gut. Okay, das ist alles. Bis später, Ryo. Ich muss auch bald gehen. Auf Wiedersehen, Ryo. Es hat Spaß gemacht. Okay, ich werde jetzt was essen. Wir haben das super gemacht. Was möchtest du heute zu essen? Ich habe dem Koch gesagt, dass er dir eine extra Portion geben soll. Du hast wirklich hart gearbeitet. Stiefel, Feuersteine, Mehl. Ja, ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Arbeit. Hier ist deine Aufgabe für heute. Siehst du das Öl, das auf dem Boden verschüttet ist? Wisch es mit dem Lappen auf. Etwa so. Achtung, gewichtig. Kannst du es so aufwischen, Ryo? Ich sehe es mir später an. Ich möchte es blitzsauber. Du erhältst Lappen. Ich hab den noch in der Hand, das finde ich am geilsten daran. Ich hab den Wirbellappen auch in der Hand. Mega cool. Das klingt wie ein Welpe. Das klingt nach sauberem Fußboden. Also wie wenn man noch einen kleinen Hund tritt. Nein, dann halt nicht. Ich wollte auch mal lustig sein. Und ja, ich kenne alle Locations auswendig. Es tut mir so leid. Originalgetreues Geräusch, so sieht es aus. So. Ryo, was ist los? Es tut mir leid, aber wir konnten deinen Freund nicht retten. Was? Du hilfst mit? Danke. Arbeite hart, okay? Easy geht jetzt erstmal kontrollieren, ob hier die Böden auch so ein Geräusch machen. Wow, der Boden sieht großartig aus. Du hast Talent. Das ist mein Talent. Das war ein guter Witz. Du bist ein lustiger Junge. Ich mag dich. Okay, für heute hast du deine Aufgabe erledigt. Nun, der Öllappen. Wirf ihn einfach irgendwo fort. Komm, essen wir zu Abend. Gute Arbeit, du musst ziemlich müde sein. Ha, du bist ein interessanter Bengel. Hey, es sieht so aus, als hätte sich jemand hier reingeschlichen. Ryo, wenn du hier bist, antworte mir. Ryo! Ich bin hier, Joey. Ryo, Gott sei Dank, ich hol dich da raus. Ist alles in Ordnung? Ich bin so erleichtert. Verschwinden wir von hier, ehe die Soldaten kommen. Aber ich fühle mich nicht so schlecht behandelt, Joey. Ich meine, ich musste fragwürdige Aufgaben machen in meinem Sklavendasein, aber eigentlich war alles okay. Okay, das reicht. Ergebt euch, ehe wir Erwachsenen wütend werden. Wir sind in der Minderzahl. Brechen wir durch, oder? Ich verstehe. Grabwächter, 1, wir brechen durch. 2, ich verstehe. Was meint ihr, sollten wir in so einer Situation machen? Ich meine, es sind viele Leute und wir sind 2. Ihr seid Weicheier. Ihr seid alles Weicheier. Diese beiden Jungs haben schon Schlimmeres erlebt als das. Wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe. Jetzt fang an und erzähl mir erst einmal, wer du bist. Einfach die Waffen niederlegen. So welche seid ihr also? Okay, wir beginnen mit deinem Namen. Joey. Joey Atreides. Joey, okay. Weil du Ryo retten wolltest, nehme ich an, dass du auch ein Highlander bist. Das stimmt.
Ich verstehe. Du bist der andere, der, den wir im Fluss verloren haben. Jetzt, wo du das erwähnt hast, ich habe niemals gefragt, wie ihr in diese schwierige Lage gekommen seid. Nun, das... Ryo faselt etwas über einen Überraschungsangriff des Staats, aber die Staatsarmee hat sich nicht bewegt, seitdem der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Was zum Teufel ist also geschehen? Die Wahrheit ist... Was soll ich denn anlügen, Grabwächter? Oh, das klingt gar nicht gut, Luca Blight. Ich habe von ihm gehört, aber egal. Was hattest du vor, nachdem du Ryo gerettet hast? Nach der Rettung von Ryo wollte ich zurück zur Stadt Kiaro mit ihm. So, du planst also immer noch zu entkommen? Ja. Nun, du kannst vorläufig in deiner Zelle bleiben. Wir geben dir etwas zu essen und einen Platz zum Schlafen. Es tut mir leid. Ich konnte dich doch nicht retten. Danach wachte ich in einem Dorf namens Toto auf. Ich wurde von einem kleinen Mädchen gefunden, das mich mit nach Hause nahm, wo man meine Wunden versorgte. Ich hörte ein Gerücht, dass ein junger Mann hier gefangen gehalten wird. Darum kam ich, um dich zu retten. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich weiß, das Essen ist nicht allzu gut, aber versucht alles aufzuessen. Ryo, ich kann es dir nicht verdenken, dass du entkommen willst, aber bitte versuch es nicht erneut. Der Boss wird dich ohnehin bald freilassen. Entschuldige, kann ich vielleicht einen Löffel haben? Einen Löffel? Für deine Suppe? Was sind wir doch für ein nobler Herr? Warte, ich hol dir einen. Ryo, willst du meine Karotten? Es ist Zeit. Es ist jetzt an der Zeit. Ryo, lass mich sehen, was du hast. Willst du versuchen zu entkommen? Natürlich. Sie werden nicht erwarten, dass wir es so schnell versuchen. Lass mich mal sehen. Feuerstein, Öllappen, Seil. Hervorragend. Genau, was wir brauchen. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Hier rauskommen. Biege einfach den Löffel so. Gut, es ist offen. Diesmal werden sie uns nicht erwischen. Joey, ich will das gar nicht. Die haben gesagt, die lassen uns bald frei. Ein Pol ist voll netten. Das Essen ist okay. Besser als vorher. Bin total müde. Die Tür ist verschlossen. Gib mir den Lappen und den Feuerstein. Ich zünde dies einfach an. Was denn? Was ist denn das für ein Geruch? Okay, gehen wir, Ryo. Es muss einen Weg hinaus geben. Alle sind extrem sprachlos von dem Game. Seid ihr so gefesselt, am Zuschauen, liebe Leute? Finde ich schön eigentlich. Ryo, gib mir dein Seil. Okay, gut. Ich gehe zuerst. Ryo, in der Nacht des Angriffs, wenn ich darüber nachdenke, worüber Captain Rod und die Männer sprachen, ist es vielleicht gefährlich in Kiaro. Aber trotzdem möchte ich zurück. Deine Schwester Nami wartet sicher auch auf dich. Sie macht sich bestimmt auch große Sorgen um dich. Gehen wir zurück nach Kiaro, nach Stadt Kiaro. Völlig unnötig, das zu sagen. Ja, dort sind wir aufgewachsen. Wir können das nicht so einfach vergessen. Ich mag das auch, dass die dann nicht wieder ineinander laufen, sondern dass die dann auch nebeneinander laufen für die Sprites. Die Sprite-Arbeiten und wie das gemacht ist, um Stimmung aufzubauen, ist einfach in meinen Augen großartig gemacht. Für die Zeit und immer noch. Okay, nun unsere nächste Darbietung. Also, okay, du da drüben. Ja, du.
Kann ich mal in Ruhe zugucken, Grabwächter. Oh oh. Okay, du hast die richtige Größe und du siehst auch hübsch aus. Komm her, beeil dich, schnell. Hey, 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 Ryu! Alle mal her, hören unsere Hauptveranstaltung. Hier kommt sie, unsere messerwerfende Expertin. Hey, das war nicht das, was du eigentlich sagen solltest. Hier ist sie, die schöne und berühmte Messerwerferin Aili. Ihr Gesicht und ihre Figur sind ein wahrer Augenschmaus. Bitte nicht bewegen. In letzter Zeit war sie nicht besonders gut. Aber es besteht kein Grund zur Besorgnis. Ich habe gute Medizin. Los geht's! Nicht bewegen. Okay, von der Größe her finde ich es nicht viel anders. Nicht bewegen. Bananen? Nicht bewegen. Joey, alles gut. Wir werden uns einfach nicht bewegen. Mit Drumroll sogar. Okay. Oh, der ist völlig aus dem Häuschen gesprungen. Oh, guck ich das an. Der liegt mich alle. Ja, großartig. Sie hat einen großen Applaus verdient. Hey, du kannst auch mit aushelfen. Wer, ich? Vielen Dank, dass du uns ausgeholfen hast. Wir sind reisende Schausteller. Ich heiße Rina. Und ich bin Aili. Wir sind Schwestern und dies ist unser großer Bruder. Bulgon. Ich heiße Joey und das ist mein Freund Ryu. Wir sind auf dem Weg zur Stadt Chiaro in Highland. Danke, nicht vergessen abzustimmen auf Discord, Calypso, bye. Wir auch. Wir haben uns schon alle Dörfer in der Umgebung abgeklappert. Es ist Zeit für einen Ortswechsel. Das einzige Problem ist... Ich habe euch doch gesagt, dass es okay ist, keine Sorge um das Nebelmonster. Schließlich bin ich da. Das Nebelmonster? Um nach Highland zu kommen, müssen wir den Nordsperlingspass nehmen. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass es ein fürchterliches Nebelmonster dort oben gibt. Wenn ihr Jungs auch nach Highland geht, können wir vielleicht zusammenreisen? Ja, ich habe nichts dagegen. Wie ist es mit dir, Ryu? Es ist mein Vergnügen, mit einer so hübschen Dame zu reisen. Mein Name ist Jeff. Du bist ein richtiger Schmeichler. Großartig. Vielen Dank, Ryu und Joey. Bulgon glücklich. Jetzt wird es langsam interessant. Wir sind jetzt 5 Leute in der Gruppe und es gibt verschiedene Aufstellungen. Es gibt nämlich hinten und vorne Kämpfer. Große Krieger, wie zum Beispiel der Bolgan, sind K-Krieger. Die können nur vorne stehen, sind reine Nahkämpfer. M, Mitteldistanzklasse, können überall kämpfen, ist egal. Und G, weiß ich gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Das sind halt Fernkämpfer, reine Fernkämpfer. Und deswegen haben wir hier ein bisschen umsortiert und jetzt können wir mit dem reden, zum Beispiel. Und er sagt, sie war so schön. Hey, ich erinnere mich an dich. So, wir gehen speichern. Wir haben noch 10 Minuten. Ich zeige euch noch was. Wir gehen schon mal Richtung Nordspeicherungsplatz. Wir werden da wahrscheinlich nicht nochmal speichern können. Deswegen werden wir entweder die Szene zweimal sehen, wenn wir dann uns für dieses Spiel entscheiden sollten. Aber diese Szene ist sehr interessant. Es ist eine sehr witzige Szene und zeigt auch, dass das Spiel alle Facetten einer Geschichte gut darstellen kann. Deswegen gehen wir jetzt noch kurzerhand zum Nordsperlingspass. Zufälligerweise weiß ich, wo dieser liegt. Was willst du mir sagen? Saga wollte mich erinnern, dass ich irgendeinen Charakter eventuell rekrutieren kann. Das ist aber nicht nötig, weil es das noch nicht gibt. Wir können noch keine Leute in unsere Gruppe holen, weil wir noch gar nicht wissen, was das heißt. Ilex!
wir nehmen sie mal mit für die Erfahrungspunkte. Nötig ist es zwar nicht, aber... Hier sieht man das auch, wie die kämpfen. Also die Eili hat Wurfmesser und die Rina wirft mit Tarotkarten. Und der Bolgan, nun, er hat dicke Muckis, er haut einfach zu. Der hat viermal Medizin erhalten. Das hat sich fast gelohnt. Da ist der Nordsperlingspass. Sieht man doch, erkennt man doch direkt. Was meint ihr, Grabwächter? Und hier passiert Folgendes. Es ist neblig. Direkt voraus ist die Grenze von Highland. Man sagt auch, dass das Nebelmonster dort lebt. Auf Befehl der Bürgermeisterin Annabelle von Muse darf niemand hereinkommen. Geht bitte den Weg zurück, den ihr gekommen seid. Wir müssen zurück. Ich meine, wir müssen nach Highland gehen. Tut mir leid, wir haben unsere Befehle. Ach bitte, können Sie diesmal nicht eine Ausnahme machen? Tut mir leid, das geht nicht. Bitte! Herr Captain, können wir mal unter vier Augen sprechen? Was? Kommen Sie mit mir hier herüber. Nachttext. Geht, aber versprecht mir, dass ihr den Mund haltet. Aber natürlich. Rina, du hast doch nicht... Wenn dieser nette Captain sagt, dass wir gehen können, dann sollten wir sein freundliches Angebot doch annehmen. Rina, was hast du mit ihm gemacht? Nichts, wir hatten nur ein Gespräch unter Erwachsenen. Das war alles. Das war's mit unserer kleinen Einführung nach und in die Welt von Suikuten 2. Wir wissen noch nicht, worum es geht. Anders als bei Lofia konnten wir hier nur herausfinden, dass unsere beiden Hauptcharaktere Highlander sind. Irgendwas, das Böses im Busch ist, das können wir schon mal sagen. Und dass wir uns auf den Weg zurück in unser Heimatdorf machen, wo eine junge Frau und meine Schwester... In-Game-Schwester Nanami auf uns warten. Wenn ihr Suikuten 2 sehen wollt, sagt bitte Bescheid über Discord. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch auch gefallen. Und wir machen jetzt weiter mit Gothic. Also, schnallt euch an. Wir machen gleich noch mal ein bisschen Pause. Und wir machen jetzt ein bisschen Pause. Und dann geht es auch gleich weiter. Ich hoffe noch mal, dieser Einblick hat euch gefallen. Ihr wisst ja zum Beispiel, dass ich mach's gerne noch einmal. Ihr wisst jetzt ungefähr, warum dieser Charakter da ist. Dieser Charakter ist da vorne. Dieser Charakter. Weil es mein Lieblingscharakter ist. Und ihr wisst es jetzt auch.